Mein Name ist Josef Schwarzmannseder. Dies sind hier Feuerwehrautos, wie Sie in Österreich haben und wie die Albaner noch träumen davon. Daher haben wir einen Verein gegründet, um unsere Kameraden in Albanien zu unterstützen. Der Auslöser war 1995. Ich war gerade als junger Abgeordneter im Parlament und der damalige Präsident Fischer, der Bundespräsident nachher, hat einen offiziellen Besuch in Albanien gemacht und da hat auch eine Delegation vom Parlament mitgenommen. Und da wurde ich ausgewählt, mitzufahren. Inzwischen sind 60 Besuche daraus geworden, eine intensive Freundschaft mit den Albaniern. Ich habe dann im Parlament die parlamentarische Freundschaftsgruppe Österreich-Albanien übernommen und bin auch Obmann der österreichischen albanischen Gesellschaft geworden und deren Präsident. Und in dieser Aufgabe hat mich dann 2008 der Bürgermeister der albanischen Stadt Shkodra, ein guter Freund von mir, Lorenz Luca, angesprochen, ob wir ihm nicht behilflich sein könnten beim Aufbau oder bei der Aufrüstung seiner Feuerwehr. Und ich habe mich dann an meinen lieben Freund Blecki gewandt und der war dann mit mir 2008 das erste Mal in Shkodra und in Albanien, hat sich selbst ein Bild gemacht. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, da müssen wir helfen. Es ist uns gelungen, nach Shkodra, nach Gruja, nach Lac, Flora und dann später nach Tirana bzw. nach Cavaia ein Fahrzeug zu liefern. Das sind ausgeschiedene Fahrzeuge aus Österreich und unten leisten sie noch einen sehr guten Dienst. Und die sind hier bestens eingesetzt. Wir haben auch Spreizer, Scheren und Atemschutzgeräte geliefert und dort auch die Schulungen, Atemschutzlehrgang, technischer Lehrgang durchgeführt. Bisher sind alle unsere Aktivitäten, was Albanien betrifft, über die österreichisch-albanische Gesellschaft in Wien gelaufen. Nachdem wir uns aber entschlossen haben, diese Aufgabe mit den Feuerwehren zu intensivieren, sind wir zum Entschluss und zur Überlegung gekommen, einen eigenen Verein zu gründen mit dem Namen FAFA, Verein zum Aufbau und zur Förderung des freiwilligen Feuerwehrwesens in Albanien. Wir hoffen mit dem Verein FAFA, unseren Feuerwehrkameraden in Albanien dementsprechend gut helfen zu können. Für uns ist es ganz wichtig, auch die Zivilgesellschaft in Albanien zu unterstützen. Sie kennen keine Freiwilligkeit unten, sie kennen kein Ehrenamt. Und wenn uns das gelingt, freiwillige Feuerwehren in Albanien zu errichten, dann ist das auch ein wesentlicher Beitrag zur Sicherheit in Europa, wenn dort die Zivilgesellschaft funktioniert. Und das ist der zweite Aspekt, den wir sehen, neben der Hilfe auch eine generelle Unterstützung des Landes für eine Integrierung in Europa.